Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Gerade habe ich noch dieses Tutorial hier für euch gedreht und jetzt muss das Ganze schon wieder runter. Eigentlich mega traurig, ne? Niemand hat dieses Make-up heute in real life gesehen. Außer meine Mama. Naja, jedenfalls kommt das alles jetzt runter, weil voll viele haben mich schon gefragt, also wirklich super viele, wie ich mich abschminke mit meinen Wimpern-Extensions. Und es ist überhaupt nichts anderes, als wenn ich mich sonst abgeschminkt habe. Also das ist ganz normal. Ich würde natürlich niemals hier so drüber reiben, aber ich zeige euch das jetzt einfach alles. Also ich nehme mir einen Augen-Make-up-Entferner. Der hier ist jetzt von Lancôme. Das ist der Be Facial. Ihr könnt auch jedes andere Produkt nehmen. Ihr solltet vielleicht sogar auch ein anderes nehmen, weil das hier ist mit Öl. Wenn ihr nicht über eure Wimpern geht, also über eure Fake Lashes, falls ihr welche habt, dann ist es gar kein Problem, aber halt nur nicht darüber, weil Öl ist nicht so gut. Aber da ich nicht über meine Wimpern gehe, kann ich auch ruhig das hier benutzen. Dann geht es nämlich auch viel schneller ab. So, und jetzt gehe ich einfach hier drüber. Und ihr seht, schon mit einem Wisch ist alles weg. Guckt nur, dass ihr halt mit dem Wattepad nicht auf eure Wimpern kommt. Weil das Wattepad wird die Wimpern auch irgendwie so ein bisschen ausreißen, beziehungsweise werden die Flusen dann da hängen bleiben. Dann klappe ich das halt immer so ein bisschen zusammen, damit ich auch an den Wimpern rankomme. Und dann nehme ich mir noch ein Wattepad und mache damit meine unteren Wimpern. So, mit dem restlichen Wattepad gehe ich schon mal so ein bisschen übers Make-up, weil dann habt ihr gleich nicht so viel, was ihr noch mit anderem Abschminkzeug abschminken müsst. Und jetzt kommt mein Abschminkzeug, was ich schon immer benutze. Und zwar ist es dieses hier von Barbour. Das ist der Enzym Cleanser. Das ist ein Puder, wie ihr seht. Und jetzt versuche ich irgendwie, mich hier damit abzuschminken. Ich habe hier so eine Schüssel mit Wasser. Oh, das wird jetzt bestimmt nicht gut gehen. Ich sehe das schon. Ich sehe auch gerade voll die Spontanaktion. Deswegen, aber das Video ist so, oder das haben mich so viele gefragt immer. Ich werde jetzt mein Gesicht nass machen. Und dann gebe ich von diesem Puder hier ein bisschen in meine Hand und dann reibe ich das einfach ein. Also voll easy. Okay, ich versuche das jetzt hier irgendwie. Ich habe noch nie so ein Abschminkvideo oder so gedreht. Ihr könnt auch mit dem Puder leicht über eure Augen gehen, aber jetzt nicht doll rubbeln oder so, weil dann könnte es sein, dass das abgeht. So, ich muss das jetzt mit einem Waschlappen machen, weil sonst habe ich hier gleich die übelste Überschwemmung. Normalerweise würde ich das natürlich unter fließendem Wasser... Ach ja, ich drücke meine Wimpern nur so von oben an. Übrigens, ich trockne mein Gesicht nur mit einem Handtuch ab, wenn das gerade frisch ist. Das benutze ich dann zweimal und dann benutze ich so Papiertücher einfach. Also so Taschentücher. Solche Boxen hier habe ich immer bei mir am Waschbecken stehen und damit trockne ich dann mein Gesicht ab. Seitdem ist meine Haut auch viel, viel besser geworden. So, als nächstes, womit ich im Moment eigentlich echt sehr, sehr gut klarkomme, ist von La Roche-Posay dieses hier. Das ist aus der Effekt Klar Serie und das ist eine adstringierende und porenverfeinernde Lotion. Und das hier ist Anti-Unreinheiten. Ich benutze es nicht jeden Tag, beziehungsweise ich benutze es nur bis zu dem Zeitpunkt, wo ich merke, dass meine Haut vielleicht ein bisschen trocken wird dadurch. Und damit gehe ich jetzt auch nochmal über mein Gesicht. Seht ihr das, wie meine Haut immer sofort reagiert, wenn irgendwas draufkommt? Ich habe sofort rote Stellen dann. Sofort. Das ist bei mir so krass einfach. Meine Kosmetikerin sagt auch immer, deine Haut reagiert einfach sofort. Das ist dann nur kurz, aber sofort rot. Das ist zu krass. Ich habe euch ja erzählt, dass ich nach dem Urlaub so Pigmentflecken bekommen habe. Es geht im Moment eigentlich klar, das hier sind jetzt Sommersprossen. Wenn ich das so ziehe, sieht man das auch, glaube ich, ein bisschen besser. Aber ansonsten geht es direkt rot. Das ist so krass. Ja, aber ich glaube, das geht jetzt auch schon besser, weil ich jetzt wieder meine Farbe verliere. Und folglich verlieren auch die Pigmentflecken natürlich ein bisschen mehr die Farbe. Aber was mir sehr, sehr geholfen hat, ist von La Roche-Posay das Pigment Klar Serum. Intensiv. Und das ist ein Konzentrat und hier steht, man soll das morgens und abends, glaube ich, auftragen. Ja, oder nee, morgens oder abends auftragen, Augenpartie aussparen und natürlich im Sommer würde ich das vielleicht nicht unbedingt benutzen, wenn die Sonne so scheint, weil das deine Haut natürlich ein bisschen dünner macht.
Es macht die Haut halt dünner und dadurch verschwinden auch die Pigmentflecken. Deshalb sollte man dann auf jeden Fall einen Lichtschutzfaktor benutzen. Mindestens LSF 15 steht hier. Und die Verträglichkeit ist an empfindlicher Haut getestet. Deswegen ist es für mich zum Beispiel auch super. Und ich komme damit wirklich sehr, sehr, sehr gut klar. Man merkt schon, dass die Haut danach arbeitet. Also es prickelt schon so ein bisschen. Aber es ist nicht unangenehm. Was ich übrigens auch sehr, 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 sehr oft mache. Ich habe nur jetzt leider gerade keine mehr. Ich benutze Ampullen von Barbour vorher drunter. Also Ampullen, wenn ihr die abends benutzt, am besten sowieso abends benutzen, weil die Haut dann am meisten aufnehmen kann und über Nacht das alles verarbeiten kann. Immer als allererstes auftragen, weil diese Ampullen ziehen einfach ein bisschen tiefer als in eure allererste Hautschicht. Also das können auch nur so Konzentratampullen und die von Barbour sind unnormal gut. Ich habe die auch schon in ein paar Videos von mir vorgestellt, könnt ihr mal gerne nachschauen. Und ja, danach benutze ich dann das hier. Oder ihr benutzt vorher ein Serum drunter, also ein Feuchtigkeitsserum, damit das schon mal so ein bisschen einziehen kann. Und danach dann das hier. Dann benutze ich zwei Pumphiebe davon und trage das dann ganz normal wie eine normale Creme auf meine Haut. Nur natürlich die Augenpartie aussparen. Übrigens, was ich eben vergessen habe, euch zu sagen, ich hab hier so ein Wimpernbürstchen und nach dem Waschen bürste ich noch immer meine Wimpern durch, falls da irgendwas hängen geblieben ist. Vor allem kleben die dann ja auch so zusammen nach dem Gesicht waschen und so. Deswegen bürste ich die einmal wieder durch, damit die auch lange gut aussehen. So, ah, mein Gesicht juckt. Ah, das ist dann hiervon, also das muss man dann aushalten. Das juckt dann so ein bisschen. Also zumindest, wenn man so eine empfindliche Haut hat wie ich. Augenpflege, super, 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 super wichtig. Vor allem ab 25, glaube ich, produziert die Haut nicht mehr so viel Kollagen und Hyaluron, wie eigentlich nötig wäre, um die Haut quasi vor dem Altern zu schützen. Beziehungsweise um es ein bisschen zu verlangsamen. Und ich benutze von Kiehl's die Creamy Eye Creme. Das ist diese hier. Und diese Augencreme ist leider jetzt komplett leer schon. Also es reicht vielleicht noch für zwei Anwendungen. So, und das gebe ich auch echt relativ dick immer auf meine Augen. Boah, heute zum Beispiel brennt... Also was heißt brennt, es juckt, dieses Zeug von La Roche-Posay. Das ist echt nervig. Aber ich benutze dann immer noch so ein bisschen Thermalwasserspray oder so und dann geht's eigentlich. Und was auch wichtig ist, dass ihr nicht so viel rumreibt an den Augen, weil es gibt dann nur noch mehr Falten. Deshalb klopfe ich das Ganze dann noch so ein bisschen ein. Boah, und jetzt steht hier gerade das Fix Plus rum. Ich muss das jetzt mal kurz drauf sprühen. Boah, heute ist echt komisch, vielleicht weil ich halt so viel Make-up drauf hatte. So, Fix Plus beruhigt meine Haut immer schon mal ein bisschen. Durch diesen Gurkenextrakt. Übrigens, nochmal ganz kurz zur Info, das hier benutze ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Also wie gesagt, ich benutze das nur, bis ich merke, dass meine Haut so ein bisschen abschuppt oder zu trocken wird, weil die Haut braucht halt auch einfach sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Und morgens benutze ich zum Beispiel eine andere Pflege, dann benutze ich eine Feuchtigkeitspflege wirklich. Und ansonsten abends dann manchmal auch einfach über Nacht eine Maske, ein bis zweimal in der Woche. Und dann habt ihr auch nicht das Problem, dass eure Haut hiervon so super trocken wird oder so. Das war's auch schon. Das war schon mein Get Unready With Me. Also ich weiß nicht, ob das für euch jetzt interessant war oder ob ihr euch vielleicht gedacht habt, boah, die macht bestimmt jetzt hier die übelst heftigen Sachen. Nein, mache ich gar nicht. Also natürlich gibt es viele Pflegeprodukte und so, die ich benutze und ich benutze auch über Nacht manchmal andere. Und das alles könnt ihr natürlich auch immer in meinen Favoritenvideos sehen, welche Pflege ich im Moment am liebsten benutze oder keine Ahnung, in voll vielen Videos von mir zeige ich euch ja auch meine Pflegeprodukte, die ich sehr gerne benutze und da könnt ihr immer wieder sehr, sehr gerne reinschauen. Und jetzt heißt es für mich, ich gehe ins Bettchen. Ah nee, stopp, 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 stopp. Ich habe doch noch eine Verlosung für euch. Es ist doch Dezember, da gibt es doch ganz viele Geschenke von mir für euch. Und zwar habe ich hier von Biotherm ein kleines Paket und da ist die Anti-Pollution-Reihe drin, so heißt sie, glaube ich. Nee, die Skin Oxygen-Serie und das ist der Depolluting Cleanser einmal. Dann ist hier noch ein Straightening Konzentrat und noch eine Creme, die Skin Oxygen Cooling Gel Creme. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer derzeitiges Lieblingspflegeprodukt ist. Natürlich müsst ihr hierfür dem Video einen Daumen nach oben geben, es sei denn, es hat euch gar nicht gefallen. Und ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, weil das natürlich eine Verlosung für meine Abonnenten ist, die mich immer so nett unterstützen. So, und jetzt sage ich wirklich tschö. Bis zum nächsten Video.